Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen immer viel vor den Auswärtsspielen gesprochen und ich glaube, dieses Mal ist es tatsächlich auch mal gut, weniger zu reden, sondern einfach abzuliefern, was so eine Partie dann auch angeht. Und das muss das Ziel und die Maßgabe sein für die Partie. Es gilt nicht nur für mich, was dieses Spiel angeht, sondern es gilt auch für unsere Mannschaft, für unsere einzelnen Spieler. Nicht zu viel reden, was wir dort machen wollen, sondern machen. Das ist das Entscheidende. In Freiburg ist immer ein hart umkämpfter Gegner. Freiburg ist immer zu Hause natürlich besondere Macht oder Energie auch in diesem Stadion. Haben sie auch ihre Punkte so gemacht, mit einer entsprechend emotionalen und aggressiven Spielweise auch. Deswegen, es wird sicher ein intensives Spiel werden. Mal schauen, wer sich da zum Schluss durchsetzt, aber ich glaube, das ist ein sehr offenes Spiel. Ich glaube nicht, dass es in der Form zu einem Zeitpunkt, ich glaube 14. Spieltag haben wir jetzt, irgendwie solche besondere Charaktere sich entstehen in so einem Spiel. Aber es ist immer eine besondere Stimmung in Freiburg, das ist sicher klar. Und da muss man schon auch gut dagegen halten können. Die Tabellensituation spielt dafür aber momentan keine Rolle. Tatsächlich so, dass Philipp nach seiner Verletzung Stück für Stück, Spiel für Spiel sich reingearbeitet hat in die Saison und momentan in einer guten Verfassung ist, vielleicht sogar in einer sehr guten. Und das hat man im letzten Spiel auch gesehen und auch schon in den Spielen davor. Ich denke an die Partie gegen Stuttgart. Und auch sonst wissen wir seine Qualitäten zu schätzen. Und es zeigt sich einfach immer wieder, wenn Spieler länger verletzt sind, brauchen sie halt auch eine gewisse Zeit, bis sie wieder auf ihrem Top-Level sind. Und Philipp hat uns in der Zeit, in der er verletzt war, sehr gefehlt. Und jetzt sind wir umso mehr froh, dass er dieses Niveau gerade hat und hoffentlich bis zum Winter auch so halten kann. Ja, es kann sowohl auswärts als auch zu Hause interessant sein. Kommt immer darauf an, was wir vorhaben, wie wir spielen wollen auch. Fand es auf jeden Fall jetzt mal eine Option, die und eine weitere Option, die uns gut tut, dass wir die haben, dass es so auch funktioniert.